think you should be. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. So, was geht ab, Leute? Ein weiteres kleines Let's Play. Ein ganz schnelles Let's Play, sagen wir es mal so. Ich werde mal oben auf diesen schönen Vulkan oben rauffliegen. Da könnt ihr Obsidian farmen und Metall. Bei unserem Vulkan haben wir auch so eine Gruppe, wie gesagt, also eine Base reingebaut, also einen Stamm. Und ja, wie gesagt, die haben natürlich ordentlich da Metall schon abgefahren und alles aus Metall gebaut, weil die auch dort direkt an der Quelle sitzen, aber ich werde trotzdem mal hochfliegen, mal gucken, ob da was ist. Und das ist nicht weit von unserer Base entfernt, zeige ich euch doch gleich. Ich brauche nur runterfliegen und dann bin ich schon wieder in unserer Base drin. Also, die ist echt gut gelegen, muss man echt schon sagen. Mal gucken, ob da oben jetzt was zu finden ist. Obsidian ist ein bisschen seltener, das Ganze, und das brauchen wir noch eher, um dann, ja, Polymer herzustellen. Das ist dann noch eher um die Bauteile für Fabrikate und alles, oder besser gesagt, für Kühlschränke und Elektronik und alles herzustellen. Ist ganz wichtig noch, ja. Sonst könnt ihr keine Elektronik und nichts herstellen. Packt ihr alles in Fabrikato rein und dann könnt ihr daraus Polymer herstellen. So, wollen wir mal gucken hier. Ja, da unten ist alles voll. Diese schwarzen Steine ist Obsidian. Und diese glänzenden, hellen, diese Metallfarben, das ist halt Metall, diese Bronzefarben oder Goldfarben da. Ich werde jetzt hier mal landen. Meine Spitzhacke schnappen und dann mal ein bisschen Obsidian abbauen. Seht ihr auch jetzt gleich oben? Genau, viermal Obsidian. Metall kommt auch manchmal sogar noch mit raus, ist auch praktisch, also könnt ihr beides miteinander verbinden. Ja, wie gesagt, der Obsidian ist relativ selten, denn, also was heißt selten nicht, aber hier oben findet man immer was. Gut, wenn das auch mal da ist, dann wäre es mal gleich abgeerntet, wenn die Leute hier sind, weil, ja. Ihr seht, ein bisschen Metall kommt immer mit raus, Obsidian auf jeden Fall auch und... Ja, das war auch nur ein kleines, ganz kleines Let's Play und um es mal zu zeigen, wo das ist. Am besten auf dem Vulkan, auf jeder Map, egal auf welchem Server, gibt es einen Vulkan. Da einfach hochfliegen und dann könnt ihr es einfach abernten. Also jetzt fliege ich mal zurück zur Base. Ihr seht da rechts alles aus Metall gebaut, die Kollegen. Geht schon gut ab. Man sieht unsere Base immer ganz gut, dieses Dreieck, was da unten ist. Der Stein, der so in den Wasser reinragt, wo ich jetzt gerade drauf zufliege. Das ist unsere Base im Prinzip da vorne. Das ist, ja, dahinter ist der Redwood Forest. Also im Prinzip ganz easy. Man kann auch links hochfliegen auf den Berg, da sind auch immer Metallberge, sag ich mal, oder Erze. Kann man auch gut abfahren, aber hier oben ist auch Obsidian mit bei, deswegen der Weg ein bisschen länger hier zum Vulkan noch, aber dafür lohnt sich das auch, weil Obsidian immer da ist und das braucht man auch. Für reines Metall könnte ich auch auf die andere Seite hochfliegen, das geht ein bisschen schneller. Aber so ist das auch kein Problem. So, ich fliege jetzt hier zurück. Ja. Im Prinzip ist das alles relativ einfach hier bei Ark, wenn man einen Adler hat, sag ich mal. Der kann auch ein bisschen was tragen, weil das wiegt ja immer alles ein bisschen. 100 mal Metall wiegen auch 100 Kilo. Und der Adler kann nur 500 Kilo, das heißt, wenn ihr selber noch was wiegt, euer Charakter, dann könnt ihr nicht so viel mitnehmen. Also wie gesagt, das war ein ganz schnelles Let's Play und ich hoffe trotzdem, dass euch das gefallen hat. Und lasst mir einen Daumen hoch da und like das Ganze und folgt mir bei Instagram, Facebook, um neue Videos zu sehen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, ich zeige euch das gleich nochmal, da seht ihr das Öl davon gerade eben noch, dann Obsidian und Lithium-Perlen, also alles ganz easy. Naja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.